Willkommen zurück, liebe Leute, zu der Aufnahme dann oder dem Livestream-Ausschnitt auf YouTube. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Genau, letztes Mal haben wir zwei Kriege gesehen. Einmal Japan gegen Makassar, das war wirklich nicht so spannend. Und jetzt sehen wir hier den nächsten Krieg. Die indische Vergewaltigung, auch nicht so spannend. Genau, auch nicht so spannend. Aber immerhin hat ja der Tim, der ja hier als einer der aktivsten Admins dabei ist, muss man ja so sagen, der auch gerade noch im Channel ist, oder Tim? Du bist auch da, ja. Genau, hat ja auch schon angekündigt, dass hier das Bündnis dann zwischen Orissa und Nepal aufgelöst werden muss. Was ich auch sinnvoll finde, die sollen sich ruhig ein bisschen mehr die Köpfe einkloppen. Genau, also da mehr bin ich Gewalt, auf jeden Fall. Gewalt, mehr Tod. Da bin ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gespannt, ja. Ja, mich würde mich auch mal interessieren im Chat. Es gibt immer irgendwie die gleichen drei, vier Leute, die sich melden. Mich würde mal interessieren, haben die restlichen auf lautlos und schauen gleichzeitig auf YouTube? Oder gibt es noch andere, die hier leben? Würde mich ja mal interessieren. Wie geht's euch? Schlafen die oder ja, was soll man sonst genau. So tun? Ja, genau. Nee, das würde mich ja mal interessieren. Aber ich finde es ja trotzdem schön, dass ihr so wenigstens ein paar Leute aktiv im Chat sind. Genau. So, also dann würde ich doch mal vorschlagen, beziehungsweise ich kann natürlich auch verstehen, dass viele Leute vielleicht bei Heiko reingucken, weil da gibt es ja im Endeffekt den ganzen Spieltag immer nur in einem Video, während es bei mir ja schön auf Häppchen verteilt wird. Deswegen kann es natürlich auch sein, dass die Leute einfach gleich den Stream auf YouTube gucken aus Schwabensicht und dann nachher meine Häppchen anschauen. Kann ich mir gut vorstellen, dass das der Fall ist. Genau. Muget, aber Yannick, ist, was ist denn? Ja, bitte. Nuradon meint, ich bin eine Großmacht. Dass ich jetzt eine Großmacht deklariert wurde. Du bist wer? Inka. Das Inka-Reich. Na, ich weiß nicht. Warum, mit wem bist du denn verbündet? Mit niemandem. Ja, warum spielst du dann eine Rolle? Also. Keine Ahnung, nee, generell. Ja. Einfach nur zu wissen, dass ob ich einen Großmacht bin oder nicht reicht, ja. Ja, weiß ich nicht, Nils, eigentlich schon, oder? Ich vermute, also gut, in deiner aktuellen Situation wahrscheinlich nicht. Ja. Ab dem Punkt, wo du halt die Darlehen abbezahlt hast und anfängst wieder zu kolonisieren, dann bist du halt eine Großmacht. Ich meine, gerade bist du halt einfach pleite. Gerade bist du Griechenland. Ja. Gut zu wissen. Danke. Genau. Ich meine, du hast Hügel und kein Geld. Das ist eigentlich quasi Grundbedingung. Ich finde es gerade ziemlich, ziemlich enttäuschend, dass wir kein Rumänien in diesem Spiel sehen werden. Einfach nur vor dem Hintergrund, dass Byzanz existiert. Sonst könnte man jetzt Rumänien gründen. Oh, da muss ich nochmal sein. Wer ist da gerade mit seinem kaputten Mikrofon? Ah, Nuradon. Dein. Sorry. Ist gerade. Ja. Ich wollte nur kurz. Ich wollte mir vorhin eigentlich auch mal sprechen. Ich wollte auch mit euch sprechen. Ja, hau rein. Guck mal. Ja, Kaiserreich Japan hat seine Expansion in Asien beendet. Es wird jetzt höchstens noch geholfen oder einzelne Mini-Provinzen erobert, um das Gebiet zu verbinden. Aber sonst sind wir jetzt fertig in Asien. Klar. Außer es kommt Gottes Einwirkung und wir müssen plötzlich andere Spiele angreifen. Das kann natürlich auch passieren, aber ja. Klar. Und genau, wir haben jetzt unseren Verbündeten Pasai geholfen. Makassar, der nicht aufgehört hat, Piraterie zu treiben und ein Abkommen gebrochen hat, nochmal anzugreifen. Und deswegen hat Pasai jetzt mehrere Provinzen von Makassar wieder mal erhalten, weil Makassar das die Piraterie nicht lassen kann. Und ja, jetzt haben wir ihn endgültig nach Australien verbannt. Es gab eigentlich schon ein Abkommen, dass Makassar in Frieden in Australien weiterleben darf. Aber das hat er nicht für. Dann hat er erstmal Majapahit vasalisiert. Und das war ein Bruch des Abkommens, deswegen mussten wir nochmal einen Krieg führen. Und Pasai hat die restlichen Provinzen jetzt erobert. Und der ist auch schon sehr mächtig. Ja, was denn? Wir haben entschieden, wir Admins, du musst das Bündnis mit Pasai brechen. Ich erzähle gerade, wie ich meinem Verbündeten Pasai geholfen habe. Und jetzt muss ich das Bündnis mit Pasai. Okay, der japanische Kaiser. Also nicht direkt, du hast noch ein paar Jahre Zeit. Sagen wir halt bis 90, das oder bis 87. Das können wir 600 halt sagen, das ist doch viel schöner. Nein, nicht 600, nein. Auf keinen Fall. Warum eigentlich das Pasai-Bündnis und nicht das Korea-Bündnis? Andere Frage. Der Koreaner hat aber halt auf seiner Landfläche auch noch andere Gegner. Und wenn man sich halt anschaut, wie stark die Flottenhoheit, also ich beginne es immer gerne mit der Flottenhoheit, der Pasai-Spieler ist halt für jeden Festlandsasiaten unangreifbar. Ja.
Weil die können einfach ihre, nicht gegen Hydrodon, die können einfach ihre riesige Großkampfschiffflotte in die Straße von Johore stellen. Ah, Pasai hat ja 32 Großschiffe, das ist die meiste Anzahl nach mir, glaube ich. Ja. Also, die sind echt ziemlich stark. Und dann stellen sie die Schiffe in die Straße von Johore und... Also zu zweit kann niemand unsere Schiffsmacht toppen, wenn wir verbündet genau. sind, das ist ganz klar, ja. Also, da müssten, glaube ich, alle in der Welt zusammenhelfen, die Europäer, die Inder, ja, die Afrikaner. Ja, Großbritannien und Niederlande zusammen wahrscheinlich oder so. Aber die Niederlande haben es auch auf mich abgesehen, ne? Die wollen mir, die wollen richtig meinen Kopf. Also. Die wollen deinen Kopf, ja. Die wollen nicht unbedingt deinen Kopf, sie wollen eigentlich eher so deinen rechten Arm, der gerade Mexiko greift. Ja, ich muss gleich, ich sag, die Europäer sind halt. Ich hab schon gelesen, also du hast bis 1. Januar 87 Zeit. Okay. Die Europäer sind arrogant, die teilen die ganze Welt unter sich auf, ohne mit mir überhaupt zu reden. Ja. Und dann mache ich natürlich, dann wird ich letztendlich Konflikte ohne Ende gehen. Das wird sehr interessant. Ja, bin ich auch gespannt, ja. Gut, dann vorhin übrigens der, ich glaube, das ist der Maxi hat gefragt, wie es Jemen geht. Jemen geht's, glaube ich, ganz okay. Der ja eigentlich der Jemen-Spieler ist. Jogo schreibt, er ist gerade erst dazugekommen. Ja, hi Jogo. Freut mich, dass du da bist. Dann auf die Frage, was Mugetsu ist. Tiefkühlpizza, super. Jetzt habe ich gehofft, irgendwas richtig Geiles, dann ist eine Tiefkühlpizza, wobei das kann auch manchmal geil sein. Sepp schreibt, er ist traurig, dass Gomez gegangen, jetzt weg ist vom VfB, ja, ich auch. Wobei man natürlich sagen muss, er hat jetzt diese Saison jetzt nicht mehr so krass was gerissen. Aber ist halt schon jemand, so eine Identifikationsfunktion in den Vereinen. Ja. Wenn du jetzt gerade schon mal hier bist, ja. Was sind denn deine restlichen Kolonialambitionen? Ja, Mexiko eigentlich, ne? Mexiko, was mit der amerikanischen Westküste, Antarktis, beziehungsweise nicht Antarktis, sondern wie heißt es, Cascadia? Ja, natürlich, Alaska. Ja, ich habe ja schon Alaska. Angefangen, da zu kolonialisieren, ich bin nur nicht sehr schnell. Mhm. Natürlich, das Hauptziel ist ja die Westküste, weil ich nicht davon ausgehen kann, dass ich Mexiko ewig halten werde, weil es ist einfach irgendwie sehr schwierig. Mhm. Wir müssen dich jetzt leider, glaube ich, rauswerfen, weil wir gerade einen Kolonialkrieg haben. Oh ja, tatsächlich. Oh, interessant. Ja. Eine Frage noch, wichtig. Ja. Pasai. Ich werde das Bündnis brechen, aber darf ich ihm weiterhelfen? Weil der ist, glaube ich, also der ist ein Neuling und fährt auch relativ gut. Informationen darfst du. Da kann also, ich ja schlecht auch jemanden abhalten. Darf ich ihm jetzt im Spiel mit Tipps helfen? Weil, ach so, ja, klar. Zum Beispiel, jetzt hat er gerade seine Armee alle auf einen Haufen gehabt und. Ja, ja das halt. Sowas okay, darfst ja, du. Okay. Okay. Gut, wie gesagt, jetzt, weil es halt gerade, habe ich jetzt gerade mal angemerkt, da ist ein Kolonialkrieg zwischen Portugal und dem Englisch, der englisch-niederländischen Hackbox. Ja. Ah, ich habe den Krieg schon gesehen ja. mit Portugal. Ja, Glemken, Portugal, Byzanz plus Kolonialnationen gegen Niederlande und Großbritannien plus Kolonialnationen. Wer hat denn angefangen? Portugal hat angefangen, oder? Nee. Nee, die Niederlande, denke ja. ich. Gegen Brasilien, okay, interessant. Büchsenfuchs will mehr Land haben. Gut, da, bin ich jetzt mal, da müssen wir jetzt auf jeden Fall mal drauf achten, dass die auch tatsächlich dann den Indien-Kolonien nur führen, gell? Außer Seeschlacht ja, gut. natürlich. Das ist halt wieder so ein typischer Krieg, wo das System vom Kolonialkrieg halt massiv im Vorteil für den Holländer und den Engländer ist. Weil ja. das Problem ist, der Byzantiner und der Tlemkener kommen beide nicht rüber. Ja. Ne, das ist halt... Ja, was an dem System halt immer so ein bisschen flawed leider ist. Also an sich, klar, die Idee ist geil, vor allem, wenn dann halt wirklich Kolonialen dazu gegeneinander kämpfen, ist halt in der Praxis leider immer ein bisschen problematisch. Ich muss ja ehrlich zugeben, also irgendwann will ich mal eine Runde machen, wo es quasi keine Regeln gibt. Ja, und dann einfach machen. Also vielleicht außer irgendwie krasse Geldgeschenke und so und Exploits und so, aber ansonsten einfach die Leute mal spielen lassen. Ja, da bin ich mal, wäre mal interessant. Und wenn es dann ja. eben, wenn es dann Kettenreaktionen bei Kriegen gibt, dann gibt es halt Kettenreaktionen bei Kriegen. Genau, also ich finde, das ist bei den Paradox-Runden ja sehr oft auch der Fall, ja. dass sie halt wirklich so regellose Runden und ich finde dieses kollektive Chaos, was dann entsteht, ja. finde ich, hat was. Ja, ich auch. Also da will ich auf jeden Fall mal was machen. Ich meine, ich bin ja auch immer noch am Überlegen, vielleicht machen wir das dann nicht in EU, sondern vielleicht mal in Imperator Rom, damit man auch mal was anderes auf dem Kanal zeigt und mal eine andere Runde hat nach dieser Runde hier. Da müssen wir mal gucken. Weil ich, ja, also ich meine, du ja nicht so, aber eigentlich ist, also objektiv betrachtet, ist Imperator Rom besser geworden, ja, deutlich besser. Objektiv betrachtet ist Imperator Rom für mich Abfall, damit ja. ist meine Meinung einmal hier in der Welt. Ja, dann bin ich immer gespannt auf Crusader Kings, ob du da auch so Dings bist, falls es nicht so gut wird. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich bin schon skeptisch, sagen wir mal. Ja, eben, ja.
Ich auch, tatsächlich. Also, wobei, das liegt vielleicht auch mit dem Imperator Rome Release zusammen, der jetzt auch nicht so überragend war. Aber vielleicht muss man bei Paradox-Spielen auch einfach den Spielen eine Weile Zeit geben und am Release vielleicht auch einfach sehen, dass die halt am Release einfach nicht so gut sind. Und also, EU4 war am Release geil. Ja, Stellaris war am Release auch geil. Ja, aber, richtig aber, Spaß mit einem, dran. Aber mit einem anderen Maßstab waren die damals geil. Ja, also so dieses, sie waren nach Maßstab von bisherigen Paradox-Spielen geil. Ja. Und wenn halt Paradox jetzt nach dem Motto arbeitet, okay, wir machen die Maßnahmen, wir machen die Spiele halt so, als ob wir die letzten Jahre unsere eigenen Spiele, als ob es die nicht gegeben hätte, ja, dann können sie halt mehr DLCs verkaufen. Und das finde ich faul. Ja, ja, gut, also die Sache ist ja auch immer die, du kannst ja, also ich finde halt, du kannst halt aber auch nicht beim neuen Spiel von Paradox erwarten, also finde ich, dass wenn zum Beispiel jetzt ein Imperator Rom rauskommt oder so, das ja eine ganz neue Marke war, also jetzt abgesehen von Europa Universalis Rome, aber das klammer ich jetzt mal aus, im Prinzip war es eine neue Marke, kannst du eigentlich nicht hingehen und sagen, okay, das muss jetzt irgendwie so sein wie EU Stand jetzt, so ungefähr. Ich finde, es ist schwierig. Naja, nicht unbedingt, aber das, ich sage es mal so, ja. Sie sind ja von Anfang an in das Spiel hingegangen und haben aus allen anderen Paradox-Spielen Mechaniken rausgenommen. Sie haben das Bevölkerungssystem von Stellaris dann ein bisschen übernommen, sie haben ein bisschen die Diplomatie von EU und sie haben das Charaktersystem von Crusader Kings. Aber sie haben alles scheiße gemacht. Ja. Also sie haben alles scheiße übernommen und das, finde ich, ist dann schlecht. Ja, das stimmt. Das also kann ich verstehen. Dann mehr Mühe geben und dann halt, also wenn sie wirklich gesagt hätten, hey, wir machen komplett eigene Mechaniken, wir bauen alles nochmal von null auf, hätte ich kein Problem damit gehabt. Aber sie haben halt quasi einfach nur Mechaniken aus ihren anderen Spielen zusammengeworfen, das aber faul und schlecht gemacht. Und das finde ich jetzt dann wiederum jetzt, aber gut, mittlerweile wird es ja dann schon besser. Ja, wenn also sie es wird jetzt dann besser machen. Klar, und dann muss man dem Spiel auch irgendwann mal nochmal eine Chance geben. Also vor allem, weil es ja viel kostenlose Updates gibt. Ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie alles verkauft wird. Ja, also, ja, wie war das mit der Sparta-Mission, die verkauft werden? Gut, aber ich meine, weißt du, das machen sie ja in HOI auch. Und in EU, wenn du so willst, auch, ja. Also, von dem her, naja. Die Diskussion brauchen wir jetzt aber nicht im Stream führen, aber ich habe da eine sehr rapide andere Meinung, die sehr gegen Paradox geht. Ich bin bei dem Spiel, habe ich einen sehr persönlich nass entwickelt. Aber nur so zur Info, wenn ich ein bisschen ruhiger bin, ich bin gerade jetzt am Essen, aber... Okay. Dann, was haben wir denn noch Interessantes, was gerade passiert? Gut, der Kolonialkrieg, ich vermute mal, Brasilien wird schlichtweg durchbelagert. Mhm. Ja. Die portugiesischen Truppen wurden gerade vernichtet. Ja, der Portugiese kriegt auch nicht wirklich noch Truppen rübergeschoben. Aber sagt halt eben auch, dass der Verteidiger, weil sie die Flottenhoheit haben. Dass der Verteidiger schon auch hingehen sollte, dringend. Und auch ein bisschen Truppen in den Kolonialnationen halten sollte, weil irgendwie waren da jetzt gerade vor allem die Kolonialnationstruppen drüben. Und da hat natürlich dann der Angreifer einen großen Vorteil, weil er ja Truppen hinschickt. Sollte vielleicht einfach ein Signal für alle Leute sein, dass man eben ein bisschen was an Truppen in der neuen Welt hält, gell? Das ist für Portugal halt das andere große Problem. Er hat halt keine Flottenhoheit, weil er eben alleine als die einzige Nation ist, die überhaupt so über Flotten ordentlich verfügt. Gut, aber wenn sie halt eben Truppen von Anfang an drüben haben, so meine ich, weißt du? Dann würden sie ja theoretisch von England und Niederlanden gegangbankt werden. Das ändert leider nichts an der Tatsache. Die sind beide halt stärker und haben die bessere Armee. Mhm. Aber wie gesagt, vielleicht im Zweifelsfall nach der Runde vielleicht nochmal drüber sprechen, über die Kolonialkriege. Jetzt würde ich vielleicht mal, warte, wen haben wir denn gerade noch, der ein paar Expansionskriege führt? Norwegen marschiert mal wieder in Dänemark ein, öffnet mal was Neues, wobei diesmal ist es nur Lübeck. Genau, Hamburg Lübeck hat er auch schon mal. In Dänemark. Ja. Genau. Die PU zwischen Schweden und Dänemark hat sich jetzt auch aufgelöst. Das heißt, Norwegen kann jetzt auch beide alleine angreifen. Ich erwarte da auch, muss ich sagen, zeitnah mal eine Kriegserklärung. Da muss ich Manni doch mal sofort, kann arbeiten schon, soll. Ja. Könnte man glauben, ne? Bin ich blind? Also, Sulla schreibt gerade im Chat, ob wir ab sofort, wenn es irgendwie Friedensverhandlungen gibt, einfach als stille Beobachter dabei sein können. Vor allem bei Friedensverträgen zwischen Spielern. Prinzipiell eigentlich eine Sache, die man ja mal angehen könnte, wenn wir es mitkriegen eben. Genau. Mal war der Frieden geschlossen. Frage. Ja. Garantie ist aber auch dann Tabu, ne? Oder Garantie zählt als Bündnis. Soll ich jetzt gleich mal die Regeln schreiben? Ja, das... Ja. Ist ja das Gleiche, eigentlich.
Oder, weil es gibt halt, ich weiß, das haben wir noch nicht so klar definiert, aber wenn du zum Beispiel mit einer Großmacht verbündet bist. Ja, also wenn du einen Spieler garantierst, ja, das ist quasi ja wie ein Bündnis. Das ist ja auch ein Schutz. Ja, das eine ist halt, also was jetzt halt zum Beispiel bei dir ja gerade eben war, du warst ja in einem Krieg mit anderen Spielern, aber hattest ja die Xiu garantiert. Das wiederum fand ich dann zum Beispiel okay, dass halt quasi dann dein KI-Verbündeter angegriffen wurde von Menschen. Ja, das ist auch okay. Oder auch sein menschlicher Verbündeter angegriffen werden könnte, theoretisch. Wenn er jetzt, also wenn Japan jetzt einen Krieg führen würde irgendwo und er jetzt Pasai die Unabhängigkeit garantieren würde, Pasai nicht in dem Krieg dabei ist, logischerweise, weil es ja nicht geht, und dann Pasai angegriffen werden würde, würde ich das jetzt auch nicht so schlimm finden, ehrlich gesagt. Ja, also darf ich eine Pasai noch garantieren oder nicht? Das ist ja die Frage. Ich würde eher sagen nein. Ich meine, du kannst mit den anderen mal, aber ich persönlich würde nein sagen, weil ich finde, es macht auch nicht wirklich... Also ich sollte das Bündnis auflösen und er ist ja jetzt nicht gerade... Ich meine, wenn du jetzt Maska von der Größe her, wenn du sowas garantieren würdest, okay. Aber Pasai ist ja eine von den Mächten so ein bisschen in Asien. Ja, die sind halt, die spielen halt noch nicht so gut. Ja, gut, okay, das klar, kann das sich ja hin, noch ändern, Thema. Mein Gott. Ja, das ist völlig richtig. So, okay, der Kleine. Ja, weil wir müssen das aber generell mal erklären. Nehmen wir mal an, du bist irgendein Volk, ne? Und bist mit einer Großmacht verbündet und wirst von anderen Großmacht garantiert. Zählt das dann, hast du dann, der die Garantie bekommt, zählt das auch eigentlich, wenn es wieder zwei Großmacht-Allianzen? Oder nicht? Na, eigentlich schon, ja. Ja, das müssen wir mal dazu schreiben, oder nicht? Ja. Ach weil Gott, das Regelwerke sind kompliziert. Aber das hatten wir, den Fall hatten wir ja gerade schon. Eigentlich Songhai zum Beispiel hat ja Makassar garantiert gehabt. Mhm. Und jetzt sind sie zum Beispiel auch verbündet, was die gar nicht dürfen. Ja. Nur so als Nebensache. Aber du merkst so langsam hoffentlich so ein bisschen, also gehe ich davon aus, was manchmal so ein bisschen die Kritik an solchen Regelwerken ist. Du kannst alle Umstände gar nicht abdecken. Das ist völlig unmöglich. Du kannst nicht an alles denken und dann eben diese Löcher stopfen, ist halt einfach schwierig. Das ist genau dasselbe, was wir letztes Mal in der letzten EU-Runde probiert haben. Nur, dass du hier zum Teil einfach noch striktere Regeln hast, die halt manchmal schwierig in der Umsetzung sind. Und also die dann halt in der Praxis schwierig anzuwenden sind. Klar, sie sind keine schlechten Ideen, das jetzt will ich nicht irgendwie behaupten, sondern es ist einfach nur schwierig anzuwenden. Darum bin ich persönlich bei Regeln immer ein Laissez-faire und gib ihm. Ja, außer Exploits und so halt, genau, ja. Ich meine, irgendwann werde ich sowas auch mal ausprobieren, so eine Runde mal machen. Ja. Haben wir gerade eben schon drüber geredet. Ja. Und dann schauen wir mal, wie das läuft. Ich meine, ist natürlich immer für schlechtere Spieler ein bisschen schwierig, vor allem wenn dann halt viele gute Spieler auch dabei sind, das ist mir auch klar, gell? Ja, man muss das eigentlich mit gleichem Skill, also nur eine Runde mit echt guten oder nur eine Runde mit nur wenig guten. Aber auch da ist halt, also das Problem ist ja im Prinzip auch, selbst hier in dieser Runde haben die weniger guten Spieler irgendwann gelitten. Das ist einfach so. Das verzögert sich halt nur. Also, ja, da hast du recht, da muss ich dir zustimmen. Also ich habe jetzt auch gesehen, ich versuche Pasai zu helfen, wie er kann, aber es ist halt einfach, die mangelnde Erfahrung lässt sich einfach nicht komplett ausgleichen. Das geht einfach nicht. Ja, beziehungsweise ist es ja auch so. Hallo. Tim. Vor allem ist ja auch das Problem, dass irgendwann dann müsste man den wirklich nicht so guten Spielern in der Runde, hätte man dann starke Nationen geben müssen, wie Moskau, Frankreich oder so. Was ich nächste Woche noch machen würde, echt. Weil dann hättest du das ausgleichen können. Aber wenn du halt eben auch hier den nicht so guten Spielern dann immer noch Schottland gibst, ja, das war ja ein Wunder, dass er das überlebt hat. Er hätte ja auch sterben können. Hat er aber gut gemacht, muss man sagen. Hat er also, irgendwann geschafft, ich sag mal so, ein paar von den Spielern sind auch hier an ihren Aufgaben gewachsen. Das ist natürlich das andere. Mhm. Also Wüstenfuchs ist an Nationen gewachsen, die unter seinen Fußstapfen zertreten wurden. Aber er ist gewachsen. Der Schotte hat seinen Krieg am Anfang verloren, aber er steht noch. Und er hat mit Norwegen zusammen das Ganze gewonnen. Norwegen genauso. Ist jetzt frei, marschiert in Schweden ein, mal wieder. Ja, wobei ja Manni ja noch ein relativ erfahrener Spieler ist, so, gell? Genau, und jetzt Manni ist ein erfahrener Spieler. Oh, Manni hat aber auch die Balkan-Allianz. Seine Herrschaft verloren. Seine Herrschaft ist 666, die 70 Jahre alt geworden ist. 70 Jahre alt. Und ist so jetzt hart. 4-3-4 und ist vor allem ist die ja mit 17 an die Macht gekommen. Ja, das ist ja, oder mit 16 sogar. Das war ganz verrückt. Aber hier zum Beispiel auch die Balkan-Allianz, beziehungsweise Georgien, Byzanz, Moldawien, die drei haben ja auch einen richtig guten Job gemacht. Yannick Schlemken wollte gleich mal zu uns, der hat was zu sagen. Ja, ich denke, den können wir da mal dazu holen. Der Songhai fragt, warum er Makassar nicht als Verbündeten haben kann. Ja, weil du eben eine Großmacht bist. Weil er eine Großmacht ist. Ja.
Hallo Cassian. Ah, hi. Hi. Er kann ja aber garantieren. Ihr kommt gerade richtig. Erstens, dass ich hier alle Welten mal wieder plünder. Ja. Wie lange hast du eigentlich gestern noch gemacht? Wie lange habt ihr noch gestern gemacht? Schon bis Discord meine ich. Ich glaube bis 2 bin ich dann gegangen oder so. Okay, ja. Ja, dann war ja so um 1:30, glaube ich, weg. Ja. Also, was hast du vor? Ich habe vor, eine Nation zu gründen. Und zwar. Ah. Cool. Andalusien, oder? Nein. Dafür muss ich erst Aragorn noch besiegen. Ah. Aber ich werde jetzt alle Berber vereinen unter der Flagge von Marokko. Ah. Könnte theoretisch. Und dann kannst du theoretisch später noch Al-Andalus oder Tunesien. Du kannst sehr, sehr viel Spaß gründen, muss ich sagen. Nee, Tunesien kann ich dann nicht mehr gründen, weil ich werde damit zu Marokkanisch wechseln. Ah. Aber du hast halt gerade 4 Nationen zur Auswahl, die du gründen kannst. Das finde ich schon ziemlich witzig. Ja, und 3 davon will ich gründen. Der Mameluk ist auch noch dran, ja? Du wechselst öfters die Flaggen als die Italiener in den Weltkriegen. Ich weiß nicht, das Problem ist, weil ich Andalusien bin, kann ich ja nichts mehr gründen. Mhm. Weil das ist ja ein Game-Tag, aber alles andere nicht. Ja. Ja, interessant. Musst du natürlich die besten Ideen aussuchen, ne? Den Krieg in den Kolonien habt ihr verloren, oder? Ja, Portugal hat da, müsst ihr mit Portugal regeln. Ich war da absolut nicht beteiligt, auch weil ich keine Flotte hab. Was ist Flotte? Ja. Ich habe eine Flotte, aber eine Mittelmeerflotte. Ja. Ich glaube, meine Mittelmeerflotte ist ganz okay im Vergleich zu allen anderen. Mit 28 Galeeren. Ja, 2 davon sind outdated, da würde ich aber schon mal sagen, die sind schon ganz schön kacke. Das kann sein. Gut, die sind wahrscheinlich erobert worden, aber... Ja, die wurden wahrscheinlich irgendwann mal erobert. Aber bei welchen Ideen würdest du denn am Ende gerne hängen bleiben? Ich meine, das ist ja immer so ein bisschen ganz das am Ende natürlich Andalusien. Die haben richtig gute, ne? Dafür sind die zu gut. Aber ich werde jetzt erstmal alle Berber vereinen, und zwar unter der Flagge von Marokko. Sehr gut. Kann schon? Ah ja, jetzt gerade. Ja, ja, natürlich. Ich konnte das schon seit 100 Jahren. Die Ideen sind, glaube ich, sogar... Die sind besser. Die sind besser. Die glänzenden Ideen sind die schlechtesten von allen da unten. Ja, ja gut, du hast haben halt beide keine ordentlichen Kampfboni, das ist halt hart scheiße. Ich habe Galeeren, Combat-Ability, ich meine, ich bin im Mittelmeer jetzt fast schon. Aber ja, Mittelmeer stimmt, da bist du halt jetzt der König von den Spielern. Gut, Genua ist vielleicht noch recht stark. Ja, natürlich, Flotte ist so eine Sache. Ja. Ja, Genua hat zumindest Moral der Navy. Und unterschätze niemals die große Rigasche Kampfflotte. Vor allem, das sind auch größtenteils Handelsschiffe, oder? Ja, er ist wahrscheinlich nur Handelsschiffe. Der ist ja vor allem nichts weiter groß expandiert. Vor allem, mich wundert es halt auch. Ah ja, cool, mit Moskau ist Riga verbündet. Mit Polen-Litauen nicht. Das ist ja auch gefährlich, gell? Also. Ja, sorry, ich wollte dich jetzt auch nicht unterbrechen. Marokko, was hast du denn jetzt weiter? Wo sind deine nächsten Expansionsziele? Naja, ich meine, erstmal muss der... Oh ja, Ägypten also wurde ja schon ein bisschen was erobert. Ja. Natürlich, Mameluke. Krass. Okay, Maluka habe ich gar nicht so krass gesehen. Mhm. Nice. Und der wird weiter sterben. Und naja, dann natürlich Aragorn. Ich muss was brauchst Andalusien du, um gründen. Andalusien zu gründen? Ich brauche gar nicht mehr so viel. Ich brauche 3 Provinzen noch. Du brauchst aber auch noch was von Portugal. Nee, brauche ich nicht. Das ist entweder oder. One of the following. Oh, sorry. Macht Sinn. Das habe ich letztes Mal schon falsch gesagt. Ja, genau. Ja. Portugal ist ein guter Verbündeter. Ich werde auch weiter das Bündnis mit Portugal ehren. Es ist ja nicht der Anfangs-Portugal-Spieler, dann ist alles okay. Ja, so, ich bin mal gespannt. Ich meine, Aragorn, oder? Ja, als Ziel hast du gerade gemeint, oder? Nee, warte mal. Ja. Ich sehe gerade, wir haben gerade im Heiligen Römischen Reich den Religionskrieg. Das macht halt keine Sau mit, weil es ist halt niemand der beigetreten. Ich will gleich noch ein Augenmerk auf etwas werfen, das der Grund ist, warum ich jetzt schon Marokko gründe. Eigentlich war der Plan, erst Mameluke zu gründen, dann Marokko. Ich habe das aber jetzt umgeändert, den Plan, und habe jetzt Marokko. Mhm. Und zwar wegen der zweiten Idee von Marokko. Sieht man jetzt gerade nicht, aber das sind 20% Beraterkosten für Herrscher,
Berater der Herrscherkultur. Berater der Herrscherkultur. Mhm. Das ist stark. Das ist richtig. Das du hast innovative ist Ideen stark, auch, ne? Weil ich 90% Beraterkosten Reduction habe. Was? Das heißt, ich kann jetzt 5er Berater für 2,5 Dukaten. Das holen. Ist ridiculous. Wieso, warte, wie bist du auf 90%? Also du hast die innovativen Ideen, das sind 25 oder 20? Ja, dann durch die Stände, ne, 25 sind es. Dann hast du durch die Stände nochmal 25. Stimmt, durch Stände jeweils 25, ja. Dann gibt es eine Regierungsreform. Stimmt, bei den Sony gibt es... Und ich weiß nicht, ob das letzte Event ist. Nee. Das eine ist ein Event, oder? Kann sein, dass es ein Event ist. Es kann auch religionsmäßig irgendwas sein. Das Problem ist, ich habe halt aktuell keine. Ja, mir fehlen halt aktuell eventuell die Herrscher von meiner. Hier. Die Berater von der Hauptkultur, von deiner Herrschaftskultur. Mhm. War das Wort, das du gesucht hast. Genau. Wobei, Marokkaner sind es doch alle drei, oder nicht? Ja, ist aber analysisch von der Hauptkultur, oder nicht? Nee, das Problem ist, mein Herrscher ist. Na, das war gar nicht. Mein Herrscher ist mein Regierungs. Ah, Herrscher, das geht ja mal. Regentschaftsrat ist aktuell Berber. Ah, es geht ja um Herrscherkultur. Nur mein Nachfolger ist dann marokkanisch. Und sobald man marokkanisch. Ah. Ist, müsste das dann. Obwohl. Fällt bei denen. Hä, warum? Achso, deine Stufe 2 ist. Nee, genau. Ich habe 2 Marokkaner und einen Berber. Und bei dem Berber. Wenn ihr das seht, bei dem Berber habe ich die 90%. Da kostet der 2er Berater kostet nur 0,69. Jetzt muss ich gerade mal fragen, der Sascha Dumm schreibt ganz viele Daumen runter in den Chat. Warum denn? Was ist denn los? Was gefällt dir nicht? Sprich mit uns. Genau. Ja, interessant. Aber ich habe schon eine diplomatische Bündnisänderung jetzt hinbekommen. Mhm. Der Perser hat sich jetzt das Bündnis mit Marokko gebrochen. Mhm. Ja, ich merke. Und hat sich jetzt arbeitet jetzt mit Nepal zusammen. Okay. Ja, wir müssen es ja sowieso auflösen. Ja. Kann ich ja auch verstehen. Ich meine, das hat schon seine Gründe. Mhm. Weil ich da langsam schon groß bin. Mhm. Wer ist denn zu leise? Sascha Dumm, du musst mit mir schon sagen. Bin ich zu leise? Ist einer von. Ist Cassien zu leise? Ist Nils zu leise? Bin ich zu leise? Ich glaube bei dir nicht, aber wir alle sind, zu leise. Da muss ich jetzt mal selber in den Chat reingucken. Wir alle sind zu leise. Ja, also gut, Sascha, ich meine, das kann eigentlich nicht sein, weil das, also ich habe gerade auch reingehört. Bei mir passt alles. Da musst du mal ganz kurz gucken, wie laut du denn den Browser und deine Stummschalt, also und dein Ton in wie laut du denn in Twitch selbst eingestellt hast, weil das ist natürlich auch immer davon abhängig. Ja, das habe ich schon ganz oft gelesen, dass Leute sagen irgendwie zu leise und da muss man auch einfach auch gucken, wie hoch hat man denn den eigenen Lautstärke-Mixer. Also da muss man auch so ein bisschen selber gucken. Das ist immer, je nachdem, wie man es auch selber einstellt, da kann dann nicht unbedingt der Aufnehmende, also der YouTuber, was unbedingt dafür. Ja, nee, aber dann guck du doch mal bitte. Hast du deinen ganzen Ton auf 100%? Das glaube ich nämlich nicht, ehrlich gesagt. Weil bei mir ist es auf, weiß ich nicht, auf 50 eigentlich laut genug. Auf 50%. Na, das ist komisch. Also beim Rest scheint es ja zu gehen. Ich meine, Nils, du kannst ja auch mal reinschauen, vielleicht kurz in den Twitch-Stream, wie du es so findest. Twitch muss die PWG erstmal finden, ob ich dir gefolgt bin, oder bin ich sogar fand. Ja, Daniel schreibt, es passt. Mackie schreibt auch, dass es passt, oder wie auch immer. Gitarrange schreibt, Lautstärke ist sehr gut. Also, Also, ich glaube im Fakt. Eigentlich geht's. Also vielleicht im Vergleich zu ein paar anderen Streams ein bisschen leise, aber das kommt halt immer drauf an, wie das Soundsetup im Stream ist. Mhm. Ich meine, da muss man halt an seinem eigenen PC ein bisschen lauter stellen. Das ist dann ja nicht... Gut, er sagt ja, er hätte alles auf 100%, aber das also finde ich ein bisschen komisch, weil wenn ich bei mir alles hier auf 100% stelle... Dann solltest du vielleicht den Hamster aus deinem Soundgerät rausnehmen oder was auch immer da für ein Vieh rumgebissen hat und das alles kaputt macht. Ja, genau, also jetzt haben wir das auch besprochen. Konstruktive Kritik kann ich. Gab's gerade einen Spielerkrieg? Nö. Nee,
Das war dann wohl ein Bug. Nee, ist ein Feature. Norwegen ist weiter expandiert, sehr schön. Mhm. Gross Norwegen. Also auf jeden Fall, Moldawien hat sich, denke ich, mit dem Bündnis mit Moskau, Byzanz und Georgien ganz gut abgesichert, glaube ich. Nö, die brauchen noch mehr. Also das ist auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Ich denke, die werden überleben. Wie gesagt, sie müssten eigentlich natürlich Byzanz töten, damit sie Rumänien gründen können. Ja, man muss eigene Prioritäten setzen, tut mir leid, aber da ist nicht viel Diskussionsbedarf. Definitiv. Da bin ich auch gerade mal, die Ideen wollte ich mir eigentlich auch nochmal angucken. Sascha, es geht doch gar nicht darum, dass man als Streamer nie selber schuld ist. Wir freuen uns ja über Rückmeldungen, aber ich habe jetzt ja insgesamt in den Chat reingefragt, ob es bei allen in Ordnung ist mit der Lautstärke. Und bei allen ist es in Ordnung und bei allen ist es sehr angenehm, außer bei dir. Und dann kann es ja nicht bei uns liegen, das tut mir wirklich leid. Also, ich weiß es nicht. Nils hat gerade reingeschaut, hat gesagt, es passt. Die anderen Leute, du kannst es ja selber sehen im Chat, haben ja alle gesagt, es würde passen. Deswegen kann ich dir gerade da leider nicht helfen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir als Streamer nie Schuld hätten oder so. Ich bin da jemand, der auch da kritikfähig ist. Aber deswegen habe ich ja gleich nachgefragt und diskutiere jetzt ja auch mit dir darüber und frage vielleicht, was bei dir an den Einstellungen irgendwo liegt. Und das müsste es eigentlich auch sein, anders... ich weiß jetzt auch nicht, was ich da noch diskutieren soll, ehrlich gesagt. Ich glaube, Sascha ist vielleicht einfach ein bisschen passiv-aggressiv. Ja. Oh, was wär's los? Gegen Mamluken. Sehr schön. Das ist ein interessanter Krieg. Das war klar. Mhm. Ich hoffe, ich habe Abkommen mit Genua, dass Genua Rashid sich nimmt. Deswegen sieht man, dass ich sie nicht. Genua gibt immer mehr Handelszentren überall. Es nicht genommen hat. Ja. Ah. Allerdings sollte sich Genua Shakia nehmen, werde ich ein Problem mit ihm haben. Deswegen hoffe ich, dass er sich an sein Wort hält. Mhm. Nee, ich denke nicht. Er wird halt, ja, Rashid. Das ist für dich ja auch ganz gut wegen dem Produktionsbonus, ne? Ja, genau, deswegen. Darum hocken. Er wollte eigentlich Alexandria haben, aber kann ich ihm nicht geben. Das geht einfach gar nicht. Mich wundert halt gerade, dass er den Hafen in Tunis noch nicht ausgebaut hat oder auch da noch kein Handelszentrum reinklatscht. Finde ich seine Sache. Kann ich kurz stören? Ja, das... Nein. Ja. Okay. Ich bin der Unfreundliche aus der Runde. Eine Frage an dich, Kassiaden. Ja. Und zwar würde gleich Jemen Krieg führen gegen das Mamelukenreich. Ja. Und jetzt wollte ich dich fragen, ob du ein Problem damit hättest, wenn ich die drei Provinzen über mir nehme oder ob du die noch haben möchtest. Drei Provinzen vom Mamelucken? Genau. Das sind meine. Sorry, okay. Aber ich wollte die eigentlich schon im letzten Krieg. Ja, alles gut, Die eigentlich schon im letzten Krieg holen, aber sagen wir mal so, Persien hat die falschen drei Provinzen gedacht, dass ich die gemeint habe. Deswegen habe ich die drei Mosten. Welche Provinzen, um welche geht's? Mamelucken, Fessan, also das zwischen meinem Vasallen und mir da. Yannick, zwischen Songhai und da ist ja Sonne. Ja, genau. Gut, verständlich, ja. Und nochmal, Songhai, ich hatte im Chat gefragt wegen dem Bündnis mit Makassar. Ja. Ich habe jetzt nochmal Rücksprache mit Nura gehabt und er hat sich verlesen in den Regeln, die er geschrieben hatte, weil da nur drin steht, dass eine Großmacht darf nur ein Bündnis mit einer anderen Großmacht haben, aber ein Spieler, der keine Großmacht ist, darf ein Bündnis mit zwei Großmächten haben. Okay. Und deswegen ist das legitim. Und was wolltest du jetzt? Was du so vorhast. Ich meine, du bist jetzt Songhai, du hast deine Umgebung unterworfen, musst halt Mali noch ein paar Mal schlagen, hast dann halt deine Region in Afrika unter Kontrolle. Was ist dein Plan? Also ich hatte tatsächlich als Idee, also Mali wollte ich wie gesagt angreifen, ich habe jetzt leider gerade einen Regentschaftsrat, das ist ein bisschen unglücklich. Oh, du auch? Ja. danach wollte ich gucken, dass England hatte ja zwei Kolonien. Ah, stimmt. Und dass England ich dadurch vielleicht irgendwie, wenn ich die beiden Provinzen kriege, ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt wegen der Entwicklung, aber dass ich die vielleicht vasalisiere, die dann später annektiere und dann irgendwie Krieg in Europa führen kann. Mhm. Das hatte ich als Idee. Dann hatte ich als Idee, den Makassar-Spieler ein bisschen zu unterstützen, weil das so, weiß nicht, wenn das ein bisschen unfair wieder so behandelt wurde, bin ich ehrlich. Mhm. Dann mal gucken, dass Marawi und ich so ein bisschen aufpassen, dass Persien nicht zu groß wird. Du
um einmal eine Lanze für die Leute, die den Massaker-Spieler vergewaltigt haben, zu brechen. Massaker ist halt eine Piratennation, die dauerhaft ihre Provinzen plündert. Natürlich, sollte man aber erwähnt haben. Ne, alles gut, ich wollte alles nur gut, einmal... Alles gut, ja klar, aber das ist halt so das, was ich und der Marat... Aber so Nora hat sich halt eingemischt mit 700 Entwicklungen mehr oder so. Ja. War halt irgendwie nicht fair, so. Das ist und ja, das war auch ein bisschen unglücklich für den Spieler. Die hatte ja keine Flotte, das war halt das, Fasai und Makasa, die haben sich ja erst richtig gut verstanden, dann war ja eine Woche nicht da und jetzt hassen die sich. Hm. Weil der Satzspieler da, glaube ich, ein bisschen was falsch gemacht hat, aber das weiß ja, ich auch nicht Plünderungen, genau. Glaube ich, waren so ein bisschen so das, wo sie halt mehrfach... Das ist so das, was ich sehr, sehr oft gehört habe. Genau, wie gesagt, ja, ein bisschen meine Position verstärken. Gucken, dass Asien jetzt nicht so... Aber die sind ja sowieso schon ein bisschen zu stark geworden. Aber gut, in Afrika, also ihr beide zusammen, seid auf jeden Fall auch eine Powerhouse, mit dem man rechnen muss. Ja klar, Marokko ist mir gegenüber ja auch gut gesinnt, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ich habe da zwar die Mission, aber dafür müsste ich sowieso erst Portugal killen, deswegen vergiss es. Ja, und dann kennst gucken, die, dass wir irgendwie gegen, ja, ich glaube schon, dass wir dann halt gegen Europa und Asien klarkommen. Aber das sollten wir schaffen. Wobei ich ja sowieso noch nicht weiß, weil ich bin ja nur ein Ersatzspieler. Ah, okay. Ja, aber ich, also wie ich es verstanden habe, ist der Shanghai-Spieler jetzt schon die letzten 2-3 Wochen nicht da gewesen. Ja. Ja, dann. Das ist das Ziel hier, weil einfach immer so, einfach ab und zu als Ersatzspieler da ist und irgendwann kann man die Nation einfach übernehmen, weil genau, das ist deins. Genau, ja, das ist auch mein Ziel, weil ich letzte Woche auch schon Shanghai gespielt habe. Ach, du warst da letzte Woche auch schon der? Ja, Lord, genau. Das wusste sobald du es lang genug angeleckt hast, ist es auch deins. So sieht's aus. Nein, du sollst nicht an deinem PC lecken. Bitte nicht. So, ich glaube, so geht's Songhai, Songhai ganz groß und dann einmal so zu den Namen lang. So. Super. Aber ich glaube, so geht's dem Schottland-Spieler auch. Der hat das ja auch mehr oder weniger übernommen. Stimmt. Wie viele Stunden hat der eigentlich, der England-Spieler? Der ist mir zu gut. Ja. Wer? Ja, der hat echt eine Ahnung von dem. Der, ach, das ist der Killer! Ich muss runter! Lol, was hat denn Sascha gerade noch im Chat geschrieben? Das habe ich geil mitbekommen. Ach, gespammt. Ja, wahrscheinlich halt. Irgendwas Dummes. Gespammt. Ah, okay. Nee, also ich meine, ich bin da ja echt, wenn jemand sagt, okay, der Stream ist irgendwie zu leise und dann sagen es irgendwie alle Leute auch, dann gucke ich, dass sich da was ändert. Völlig richtig. Aber weiß ich nicht. Und wenn man dann nur sagt, nee, an mir liegt's nicht, muss am Streamer liegen und dann so, ja, am Streamer liegt's nie, gell, und so. Das ist ein bisschen schade, finde ich, ehrlich. Ich bin genau. So, aber ja. Naja. Ja, ich zähle auf jeden Fall. Songhai, ich sehe gerade nur, du hast da auch noch eine Kapküste vor dir, bei dir vor der Tür. Mein Portugal hat sich da jetzt auch hingepflanzt. Oh gut, das war nicht nur eine Feststellung. Gut, dann. Ist das abgesprochen mit dem Portugiesen? Ja, ich habe ihn gefragt, also ich habe ihn gefragt, was das soll, weil eigentlich Marokko mir eher gegenüber gut gesinnt ist. Mhm. Und ich hatte das jetzt so ein bisschen verstanden. Ich meine, der hätte auch meine Vasallen jetzt angreifen können dadurch. Und er will das aber nur wegen dem Handelspunkt. Yannick, die Leute, da hat gerade jemand kritisiert, dass wir die Großmarktliste nicht aktualisiert haben, was er wohl völlig recht hat. Sorry. Wie? Ah, okay. Ja, muss ich mal kurz. Wohin möchtest du zurückgeschoben werden? Ich kann auch selber gehen. Okay. Jetzt müssen wir mal. Viel Spaß euch noch. Ja. User left your channel. Yannick, wollen wir als nächstes vielleicht mal einen der Inder uns schnappen? Vielleicht Malwa, die ja zusammengestaucht wurde. So Leute, wer ist jetzt eine Großmarktliste? Mal kurz durchgehen, wer als eine Großmarktliste, damit ich einfach nur eine feste Liste zusammenschreiben kann eben. Ja. Japan, ja, ist halt das Einfachste. Also alle, die ja, in der Großmarktliste sind. Ja, Japan, Orissa, Marawi, Malwa, Persien, Nepal, Norwegen, die auf jeden Fall. Stop, Moment, jetzt. Ja, stimmt. Also Japan, Orissa, Marawi, Persien, Malwa, Nepal, Norwegen. Norwegen, Schott, Großbritannien, Marawi, Songhai, Japan, Korea, Jakant, Nepal, Orissa, Malwa, Pegu, Persien. Inka auch, oder? Der Inka ist halt aktuell echt noch keine Bedrohung für niemanden. Den würde ich halt aufnehmen, sobald er wieder in irgendeinem Stadium ist, wo er jemandem gefährlich werden kann. Also nächste Runde wahrscheinlich. Mhm. Ja. Aber ja, aktuell ist aktuell halt noch kein vielleicht Sinn. Noch als Großmacht. Also in Europa. Ja, definitiv, definitiv. Ja. Der Bad Rabbit sagt, er tonisch auf stumm, wenn man Twitch startet. Aber ich glaube, das ist eine Standardeinstellung. Sind die Niederlande stark? So wie stark sind Niederlande? Wie viele Truppen können die platzieren? Nein, Niederlande sind nicht so. Können die 50k platzieren? Nein, 45.
Ja, das ist dann stärker als Korea. Sorry, dann muss, wenn Korea eine Großmacht ist, sind die ja dann ja, auch. Ja, aber Korea finde ich ist auch keine. Korea würde ich rauswerfen. Korea ist auch eine Großmacht? Okay, ja gut, das können wir gerne machen. Wir müssen sie ja nicht übertreiben. Ja. Außerdem kann Korea 68.000 Mann unterhalten. 68? Ich habe bis jetzt nur noch 40 gesehen. Okay, dann hat sie das geklärt. Ja. aber trotzdem finde ich, Korea ist jetzt nicht so eine riesige Großmacht. Aber wenn Korea keine wäre, dann wären viele andere auch keine. Also, ja, wenn dann Korea, also Korea würde ich drin. Aber Niederlande nicht. Okay. Wie gesagt, auch mal ja, so Marokko ist drin, so ne? Einführen. Marokko ist drin, Marawi ist drin, Songhai ist auch drin, ne? Ja, Marokko. Marokko ist Tlemcen, sorry. Lol. Die haben sich gerade umfirmiert. Aber die heißen jetzt Marokko. Die heißen jetzt Marokko, ja. Lol, okay, witzig. Aber die werden auch, haben gerade auch schon angekündigt, dass sie noch ein bisschen mal sich umbenennen wollen. Das sind ganz coole Kinder, die ganze Zeit einen anderen Namen haben wollen. Rembaron fragt noch, was gerade so passiert. Ja, wir hatten jetzt schon ein paar Kriege, ein paar große. Wir hatten hier einen Krieg in Europa von den Niederlanden, Großbritannien, Genua, Königstadt gegen Frankreich als KI. Wir hatten einen Kolonialkrieg von den Niederlanden und Großbritannien gegen Portugal und Marokko. Wir hatten einen Krieg in Indien, Nepal und Orissa gegen Malwa und Pegu. Wir hatten den Krieg von Japan gegen Makassar und Marawi und Pasai. Und Songhai. Ja, und Songhai, genau. Na gut, aber die waren jetzt nicht wirklich dabei. Also da sind ein paar interessante... Persien habe ich drin. Ja, genau, Bad Rabbit haben wir auch gesagt. Das macht ist. Haben wir jemanden vergessen, guck mal rein. Gut. Kannst du mal einmal gerade vorlesen. Songhai, Marawi, Marokko, Großbritannien, Norwegen, Kirchenstaat, Japan, Korea, Jharkhand, Nepal, Orissa, Malwa, Pegu, Persien. Ja. Ja gut, dann... Kirchenstaat war drin, gell? Ja. Kirchenstaat war drin. Ja, richtig. Ich meine, das sind jetzt über die Hälfte der Spieler, glaube ich. Deswegen sollte man vielleicht nach der Runde mal drüber gucken. Genau. Aber ist was für die Zukunft, brauchen wir nicht jetzt hier groß diskutieren. Da gehe ich aber durchaus sagen. Nicht in der Runde. Ja, genau, und vielleicht muss man auch mal sowas wie Sekundärmächte und Supermächte einfügen. Ja, auf jeden Fall, Janik, du hast völlig recht. Das ist auch ein bisschen, das ist zu ungenau so, weil es gibt Leute, die sind sehr stark, aber die dürfen dann sich mit zwei Großmächte verbinden und dann beide den Krieg hinzurufen, was natürlich krass ist. Ne? Ja, weil zum Beispiel, ich finde zum Beispiel jetzt auch, manche Großmächte sind jetzt auch nicht zu vergleichen, weil ich meine, du bist halt immer noch stärker als Orissa, würde ich behaupten. Nee, Orissa nicht. Definitiv nicht, nee. Ja, Orissa glaube ich auch nicht. Orissa ist schon nicht schwach, aber... Orissa ist echt heftig. Ja, weiß ich nicht. Also jetzt die eine, du könntest halt, glaube ich, alleine auch drei von den kleinen Nationen zusammenprügeln. Welche kleinen wahrscheinlich, sind. Je nachdem wie klein. Also zum Beispiel also wenn jetzt, Xi und Korea würdest du besiegen können. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja. Korea Pasai ist vielleicht auch noch. Ja, das stimmt. Ja. Pegu sollte auf jeden Fall eins von den beiden großen Bündnissen auflösen, weil Malwa und Jharkhand als Bündnis ist zu stark, vor allem wenn die jetzt irgendwie Pasai angreifen würden, wäre Pasai direkt tot. Also das wäre jetzt zu krass. Ja, das muss mit Tim mal reden. Ja. Ja, Pegu muss mal eins der beiden Allianzen auflösen. Hier. Ja, rede das mal mit Ding. Ja gut, genau. Ne, ich kann das nicht machen, der ignoriert mich. Wer, so. Tim, also, oder was? Pegu. Ne, Tim musst du sagen. Ja, du musst mit Tim, der ist ist dafür so ein bisschen verantwortlich. Ja, ja, der Königstaat ist in Europa bestimmt von den menschlichen Spielern so mit die mächtigste Nation. Zweitstärkster, würde ich sagen. Ich glaube halt, der Engländer ist stärker und gut, je nachdem, ob man Marokko als Europäer zählt. Ja, das stimmt. Weil der ist halt so halb anwesend. Gut, und Norwegen natürlich auch. Ich würde an der Stelle auch mal wieder einen kleinen Cut machen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen auf YouTube. Hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Auch wieder danke an dich, Nils, fürs Mitkommentieren. Und dann bis zum nächsten Part. Ciao, Leute.